and I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with it. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lappen TV. Und zwar, ich sitze immer noch hier seit gefühlten 25.000 Stunden hier mit meinem kaputten LKW und warte, bis der ADAC kommt. Mittlerweile sind sie zwei Rebellen. Ich habe gar kein Reparaturkit für dich, wa? Ne, nicht schlimm. Der ADAC kommt ja. Ach ja, darf ich ja gar nicht, wa? Übrigens, gerade an mir ist auch ein Rebelle vorbeigelaufen, der hat nämlich schon geballert. Zwar nicht auf mich, aber... Muss man sagen, denn, direkt bei der Polizei. Da war auf jeden Fall eine Schießerei im Gange. Und da ist Philipp. Fahr mal ein bisschen langsamer hier, ne? Weil hier sind Polizei. Fahr hier an die Straße ran, ja? An der Straße ran? Ja, hier. Fahr hier rein, wo ich stehe. Einmal hier reinfallen. Fahr komplett durch. Meinst du hier rein? Ja, hier rein. Komm weiter geradeaus. Und jetzt einmal hier durch. Dann parkt niemand LKW. Vielleicht so ein, zwei Meter Abstand. Der steht wo? Ja, hier, auf dem Feld. Fahr durch. Weiter. Und ja, pack da an. Sollten Sie beide versuchen, dort jetzt einzusteigen, müssen Sie wieder gegen handeln. Sehr spannend. Hier geht Schießerei los. Ja. Die Polizei schießt auf Rebellen. Sollte ich in Deckung gehen? Nö, ne. Wo bist du? Ich bin hier. Polizei schießt ja nicht auf dich. Nur auf die Rebellen. Und die Rebellen dürfen nicht auf mich schießen. Ne, jetzt schon. Weil die Polizei Feuer eröffnet hat, dürfen die auf dich schießen. Ja, so witzig. Musst du mal vorstellen, Bulle vergisst dein Auto abzuschießen, du nimmst dein Auto. Habe ich schon mehrmals gemacht. Ah, genau da, wo der Polizei ausgestiegen bin ich eingestiegen. Gleichzeitig. Bin ich natürlich direkt. Schön. Ich hab ein bisschen Angst, der zieht gerade auf mich. Nee, die machen nichts. Ohne Grund schießen sie nicht auf dich. Nur wenn du scheiße zu denen bist, dann schießen sie auf dich. La. Willst du mal meinen Sportwagen sehen? Habe ich schon gesehen. Ist ja SUV, ne? Nein, das ist nicht SUV. Ist die Sportlimo? Ja. Oh, das ist ja die Kackkarre. Ich finde die immer noch scheiße, ey. Sieht scheiße aus, finde ich. Ist er auch. Das ist ein Hunder, ne? Mhm. Oha. Ab zur Action! Krankenwagen würde ich mal sagen, was? Geh mal schön brav aus dem Weg. Aber wo? Bestimmt der eine Kopf verletzt. Nein, würde ich nicht sagen. Da oben ist er, da oben ist er. Auf dem Berg ist er. Wo ist denn ADAC? Also, du brauchst wahrscheinlich noch 3 Stunden. Wirklich? Weiß ich doch nicht, wie lange der noch braucht. Ich dachte, die Bullen haben gesagt, dass... Oder der Adler... Na, die sind unterwegs, ja. Auch kann sein, dass sie nur durch meine ganzen Anfragen noch ablehnen müssen. Oh, Schüsse. Wer ist denn da angeschossen worden? Sehe ich noch gar nicht. Nein, das war die Falschtaste. Ist da oben die Polizei? Ich glaube, ja. Eine Polizist wurde abgeschossen. Sag ich doch. Weiß ich gar nicht, kannst du nicht von hier sehen. Ich glaube, die Tiere und Waren sind extrem gut gepanzert. Ne? Ist ja in der Nähe. Ich würde sagen, lass mein Auto abschleppen, aber du kannst ja nicht das Auto abschleppen. Könntest du nicht theoretisch sagen, du gibst dem Officer Erste Hilfe? Wo ist denn der?
weiß nicht, ich habe hier bloß nicht gerufen und so. Oh. Ey, ich auch. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Gibt es teilweise auch Rebellen, die extrem stark gegenüber Cops sind, wa? Okay, hier ist Schüsse. Oh. Ich kann aber mit denen nichts anfangen. Ich weiß nicht, wo die genau sind. Und auf dem Berg sind die wahrscheinlich. Polizei? Medic? Fahr jetzt gerade los. Medic muss natürlich, ein Gefahrgebiet muss er natürlich abhauen. Der Medic fährt doch SUV, ne? Das ist ein gepanzertes Auto, das ist das. Ist ein Helikopter. So, weil jetzt die gerade Schießerei losgegangen, dürfen natürlich alle jetzt auch nicht mehr kommen wieder. Das heißt, ich darf wieder 20 Stunden warten. Das ist ein Medic da oben. Aber du willst dein LKW auch nicht hier lassen, wa? Nee. Da ist so viel Kupfer dran. Das hätte ich gesagt, okay, ich nehme dich mit und wir holen Kit. Naja, ich habe ja Medic, ich habe ja schon angerufen, die müssen ja kommen. Wie gesagt, ja. Ich kann ja nicht einfach hier abhauen oder so, ich muss ja hier stehen bleiben. Ich meine, am liebsten würde ich einfach auf mich auf der Straße stellen, aber... Ich weiß nicht. Warte, ich stelle mich mal an den Straßenrand. Kannst du deinen Autobus da noch bewegen? Bestimmt. Na mal. Da macht eine Linkskurve mittlerweile. Nee. Muss ich irgendwie hier so an den Rand stellen. Ja, Leute. So sieht man, wie ADAC, niemals so viel Vollspam. Sonst helfen die euch nicht mehr. Kannst du nicht mit Geld reparieren? Natürlich kann ich es machen, aber ich bezahle doch extra keine 3000 Euro dafür. Der Fall muss jetzt eh warten, wa? No. Hätte ich natürlich auch machen, ich dachte, wie ist ADAC, war ich hier direkt in der Nähe. Dann hole ich lieber ein ADAC, weil, ja. Ne? Du sollst schnell was trinken. Hast du was zu trinken für mich? Ich hab nichts mehr für mich. Mit da? Ne, hab nichts mehr. Und ich verduste gleich. Und dann da vorne fährt dein Auto. Es waren hier so viele Autos, aber keiner hilft mir. Danke. Item benutzen. Ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie. Ja, da ist mir ja nicht helfen mehr. Aber ich habe schon ADAC gerufen. Also da vorne ist die Todeskurve, ne? Da. Ja, da vorne. Ich will ja nach Hause fahren. Kannst du machen. Bringt mir noch nicht viel. Ich müsste bloß, ich muss alles... Wenn ich lagere ich das Koffer einfach bei dir um und du holst es, ne? Oder du lieferst es ab. Das würde auch, glaube ich, keinen Sinn machen. Dann müsstest du dich 20 Mal hin und her fahren. Wahrscheinlich. Weil ich hab ja hier... 92 dran, 52. Oh. Das war knapp. No. Oh, da kommt er direkt wieder. Tschüss. Das fällt ja daran. Was denn nun? Scheint können sie sich auch nicht. Noch mal Spaß im Auto. Jo. Nee, ich kann ich nicht rausschmeißen, schade. Oh, ist doch zugeschlossen. Ich weiß. Was steht denn hier auf dem Schild? Ist das russisch? Naja. Du wartest ja eh hier. Oh, nicht überfahren, ne? Das wird dann noch schlimmer.
Bring mir mein Auto weg. Und denn? Weiß nicht. Komm ich mit meinem Pickup her. Wow. Sehr kreativ. Hab ich was zu tun? Hättest du auch meinen Koffer wegbringen können. Ich bin gerade mit ganz schneller Geschwindigkeit an den Kopf vorbeigefahren. Pass auf, dass sie keine Verfolgungsjagd machen, ne? Auf dich. Inwiefern? Nur, dass sie hinterher fahren. Die fahren mir sogar hinterher. Dann halt mal lieber an. Aber nicht mehr Blaulicht. Hm. Oder, warte mal. Was fährt denn mir da überhaupt hinterher? Ich sehe das gerade gar nicht. Kommt noch so ein SUV hinter dir, oder so ein Sportwagen. Fährt gerade vorbei. Who is a ADAC? Who is a ADAC? Who is a ADAC? Doch, ein Sportwagen ist gerade mir vorbeigefahren. Na, hab ich doch gerade gesagt. Dass ein Sportwagen hinterher kommt. Die nächste Polizeikarre. Ich bin gerade, wie gesagt, mit Vollspeed an dem einen Bullen vorbeigefahren. Na, der ist gerade bei mir vorbeigefahren mit Vollspeed. Oh, der eine ist mit seinem Sportwagen gerade stehen geblieben. Es knallt dich ab. Ja Leute, dieses Let's Play ist sehr spannend, ich weiß, das ist der absolute Shit. Aber das gehört auch dazu. Das sieht man. Tun live, da muss man ja auch immer auf dem ADAC warten. Da kommt der Kontrollpunkt. Wenn der ADAC, ich sag mal, die sollen sich ballen. Oder helfen die mir nicht mehr. Die haben keinen Bock mehr auf mich. Schrank ist offen. Es wird ja gleich wieder Nacht, ey. Ja, gleich. Mehr oder weniger. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich habe nur auf die Uhr geguckt, scheiße. Ja, nee. Aber wir rummeckern, wa? Du hast bis jetzt noch nie auf die Uhr geguckt, ja? Musik bis jetzt immer machen. Komm, ich noch 5 Minuten auf, nee, passt jetzt schon. Oder ich nehme es voll auf. Ja, komm. Warte mal, Philipp, wollen wir den zweiten Tag hochladen oder jeden Tag hochladen? Na, ich würde sagen, sobald die Videos gerendert sind, einfach hochladen. Nein, ich will regelmäßig draus haben. Nicht an einen Tag kommen 20 Videos raus und an einen Tag kommt gar nichts raus. Wenn schon, sollte es regelmäßig. Täglich 1 bis 2. Ja, 1 bis 2 willst du mir komplett verarschen. Was? Du, das Ganze zu rendern und zu bearbeiten dauert ja schon fast bei mir bei 5 Stunden. Ich mache halt nicht nur einen Cut oder einen Twitch, ich mache halt die Audiospur noch komplett. Ich probiere das Hintergrundrauschen wegzukriegen. Ich mache Musik noch runter, ich mache das und jenes noch. Du machst einfach nur hinten und vorne einen Cut und etwas. Mehr machst du ja nicht im Endeffekt. Ne, dann... Ich würde sagen, jeden zweiten Tag machen wir. Also jeden zweiten Tag Admin, zwei? danke für allen Helfern und Helfern. Also jeden zweiten Tag 1 oder 2? Jeden zweiten Tag 1. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ja? Wie soll ich das alles hochladen, bitteschön? Das bekomme ich ja gar nicht hin. Muss noch nebenbei arbeiten. Fuß kann ich nicht hochladen, weil Fuß um 5 habe ich keinen Bock unbedingt am PC zu gehen. Man muss sich vorstellen, am Montag kommt die erste Folge. Also am Montag mache ich die 001 Folge, die 000 Folge. Also Montag, Mittwoch. Nee, doch. Montag, Mittwoch und Freitags kommen meine. Samstag und... Nee. Warte mal, Freitag. Sonntag und Dienstag kommen deine zwei, die ersten zwei. Denn Donnerstag und Samstag kommen meine. Die wir gestern aufgenommen haben. Und Montag und Mittwoch kommen die du heute aufgenommen hast zuerst. Verstehst du das, was ich will? Naja, verstehen tue ich das. Ich glaube, du verstehst es wirklich nicht, ne, oder? Doch, ich verstehe schon, aber die Frage, soll ich es mir merken können, bis... Ist einfach. Die ersten drei Folgen sind meine. Dann, die ersten drei sind meine, vierte und fünfte ist deine. Im Endeffekt sind es ja nicht vierte und fünfte, sondern dritte und vierte nur, deine.
Weil das allererste Video ist ja nur das Tutorial in Anführungszeichen. Es wird damit 000 bekennzeichnet. Dann kommt die 01, dann die 02, 03, 04, 05 und so was alles. Ich glaube, das müsste jetzt die 0... Ein Auto, das fast vorbeifährt. Hm. Na Leute, ja auch die Planung machen wir mitten in den Let's Plays, ja? Die Bubin täglich. Gut, ich bringe derzeit täglich Videos hoch raus, ne? Den zweiten Tag kommt die Adventure Map. Jetzt kommt dann noch Arma dazu. So, Sportwagen ist eingepackt. Dann ich habe auch schon dies, die Nachricht von Momo bekommen, würde ich jetzt mal so vermuten. Irgendjemand hat mich zumindest gerade angeschrieben. Ne, ich nicht. Ne, du nicht. Ich habe ja auch gesagt, irgendjemand. Wenn der ADAC, wenn ich der ADAC sehen sollte, dann sage ich dir Bescheid. Oh, was ist denn hier passiert? Medic. Du hast schon... Oh, Verkehrsunfall. Ja, schön. Ich fange gleich noch. Zwischen SUV und Medic, würde ich mal vermuten. Ja, ja, hier in Hedia, ich weiß nicht, wo genau der jetzt ist. Na gut, Leute, ich mache jetzt erstmal für die Folge 195, ich mache erstmal ein kleines Cut. Also sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.